Okay. Meine Frau ist wieder befriedigt. Sie hat ihren Avatar gesehen. Na gut, dann Tifa hatte ja geklopft gehabt. Dann wollen wir mal sie nicht weiter warten lassen. Wobei zu Tifa habe ich eine interessante Information bekommen. Werde ich euch nachher erzählen. Habe ich dich geweckt? Tut mir leid. Kein Thema. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich wollte dich bloß etwas fragen. Können wir kurz reden? Klar. Okay, aber nicht hier. Komm mit. Oh. Wer etwa alleine sein und dich halten? Meine Hand. Wer ist also diese Frau? Ein Rat. Vertrau ihr besser nicht. Das ist creepy. Vor allem, er hat doch selber gesagt, Tifa starb. Ja, aber sie hat nichts gesagt und er hat auch nichts. Die Gruppe auch nicht, ne? Also. Werde ich eben mit dem Alien oder was auch immer Händchen halten gehen. Wie ist sie denn? Dann auch noch diese Melodie dazu, ne? Oh, das könnte eine lange Nacht werden, Leute. Ist so dunkel. Sieht aber schon cool aus. Midgar liegt da drüben, oder? Weißt du... Ich wollte dich auch was fragen. Nur zu? Ich hab dich gesehen. Damals im Reaktor. Du warst verwundet. Und du hast verdammt stark geblutet. Ich war sicher, du würdest sterben. Mhm. Oh. Soll das etwa heißen, du misstraust mir? Dass ich jemand ganz anderes bin? Hm? Ich hätte nicht im Traum erwartet, dass du sowas denkst. Hier, sieh doch. Da, meine Narbe. Wenn Meister Sangan nicht gewesen wäre, wäre ich wohl wirklich tot. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu retten und zurückzutragen. Der Arzt im Dorf hat mich noch nachts operiert. Und die Krankenschwestern waren die ganze Zeit über bei mir. Nur dank ihres Einsatzes bin ich noch am Leben. Und wo warst du? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? In all den 5 Jahren. Das ist alles unter Verschluss. War ja klar. Ich gehe zurück aufs Zimmer. Ja, da war doch nichts mit Händchen halten da dran, wa? Okay, ich hatte eben gerade noch gesagt, hat sie ihre Narbe? Videosequenz rede ich ja nicht. Aber okay, die Narbe hat sich also, ja, erklärt. Ich hätte ja noch gefragt, darf ich anfassen, die Narbe, aber naja, nun. Wobei, ich hätte gar nicht gefragt, ich hätte es einfach gemacht. Ich ehrlich. Anscheinend waren wir doch nicht so gute Freunde, wie ich immer gedacht habe. Kann sein.
Und ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Ihre Freundschaft doch nicht so, wie man gedacht hat? Okay. Also ich persönlich weiß, dass ich die Frau zu dem Zeitpunkt in Ruhe lassen sollte. Aber manches Mal, ne? So Archiv, so Tür geht auf, weißt du, und dann irgendwie Fenster, Kissen wird geworfen oder so. Das ist er hier. Der, so ein bisschen, weil er mitten in der Animation, also im Bild war, ne? Ist dir nicht wohl? Du siehst so bleich aus. Plagt dich eine alte Verletzung? Ist wahrscheinlich schwer zu glauben, aber ich habe auch mal Shinra gedient. Und manchmal spüre ich sie noch, die Narben von früher. Ja, da hast du recht, Alicia. Narben kann man auch schminken, ne? Hast du recht. Deswegen, man muss anfassen, ne? Ich hätte sogar eine Begründung. Das ist aber jetzt nicht mehr meine Narbe. Ich muss ganz sicher gehen, dass alles echt ist. Wie sonst ist hier nichts weiter mit aufploppen. Okay, ich nehme hier erstmal die Einrichtung auseinander. Entschuldigung. Gut, dann legen wir uns mal wieder pennen. Wer ist hier? Zu. Gab's Stress? Nein. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Probleme. Klar. Nacht. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Haben mich alleine gelassen. Die sind ohne mich zum Markt. Schnief. Ja. Ich könnte mit so einem Schulterding echt nie auf der Seite pennen. So unbequem sein. Meinst du, sie sind beim Frühstück? Dann holen sie mich nicht. Oh, das ist ja noch schlimmer. Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Blut der Königin? Oh, es gibt ein neues Minigame. Einführung Blut der Königin. Sieht ja schon mal interessant aus. Du kannst ab sofort das Kartenspiel Blut der Königin spielen. In vielen Städten findest du Kartoreros. Aha. Die nur auf einen Herausforderer warten. Stelle dein Können auf die Probe und ergattere bei einem Sieg neue Karten für dein Deck. Auf die Karten sind andere Kartenspieler mit markiert. Siegst du sie, erscheinen an anderen Orten neue, stärkere. Okay, dein Deck kannst du im Hauptmenü. Willst du ein Tutorial? Ja, ich will das Tutorial. Gerne. Wir wissen, was das für ein Game ist. Okay. Blut der Königin, also so wie das hier sich gerade anhört mit der Melodie, denkt man, das ist ein Verkaufsgespräch. Legen die Spieler abwechselnd Karten in die drei Reihen auf dem Spielbrett ab. Hier ist es, in jeder Reihe die stärksten Karten zu haben. Karten kannst du auf die Felder in deiner Farbe legen, auf denen ein kleines Figürchen steht. Probier es direkt mal aus. Jetzt komme ich rum.
Sobald du eine Karte abgelegt hast, wird ihre Stärke auf die Reihe angerechnet und neue Positionen zum Ablegen von Karten werden frei. Die Stärke ist rechts oben auf jeder Karte mit einer Zahl verzeichnet. Welche neuen Positionen, die die Karte eröffnet, erkennst du an dem Muster auf dem unteren Kartenteil. Das bitte nochmal bei dem anderen sehen. Lege nun eine Karte so ab, dass eine ihrer gelben Positionen mit einer bereits freien Position überlappt. Die Musik ist ein Mühe zu laut. Die übertönt fast deine Stimme. Echt? Okay. Ja? Mal gucken. Ich komme gerade nicht ins Menü. So ist es. Wenn das Positionsfeld einer deiner Karten mit einer Position überlappt, die du bereits kontrollierst, wird deren Rang erhöht, wie du an den zwei Spielfiguren auf dem Feld erkennen kannst. Ist dessen Positionsrang aktuell 2. Karten können nur auf Positionen abgelegt werden, deren Rang mindestens so hoch ist wie ihrer. Den Kartenrang erkennst du an der Zahl der Spielfiguren links oben auf der Karte. Okay. Um starke Karten ausspielen zu können, musst du also die Ränge deiner Position erhöhen. Hast du eine Position auf Rang 2? Versuche eine Karte desselben Rang eher. Position übernehmen. Wenn die Position einer deiner Karten mit der des Gegners überlappt, nimmst du sie ihm weg und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass der Positionsrang sich dabei nicht erhöht. Auf der linken Seite jeder Reihe siehst du deine aktuelle Stärke, der rechten die des Gegners. Die Nachbarfelder einiger Karten sind außerdem rot umrandet. Diese Felder unterliegen dem Einfluss von Kartenfertigkeiten und haben spezielle Effekte. Platziere deine Karten so, dass du nicht nur die Oberhand in möglichst vielen Reihen gewinnst, sondern auch ihre Fertigkeiten effizient nutzt. Für den Fall, dass du einmal keine Karte ablegen kannst, kannst du deinen Zug mit Dreieck überspringen. Wenn beide Spieler hintereinander passen, endet die Partie. Ich habe nur so niedrige Zahlen, das gefällt mir nicht. Was passiert? Ich hab Fragen. Ich hab verdammt viele Fragen. Jetzt machen.
die Auszählung der Punkte. In die Partie, ist die Partie beendet, werden die Stärkewerte beider Spieler für jede Reihe verglichen. Der Gewinner jeder Reihe erhält seine jeweiligen Punkte gutgeschrieben. Egal wie viele Punkte du in einer Reihe also angehäuft hast, sind sie niedriger als die deines Gegners, verlierst du sie. Am Ende werden die Punkte aus allen drei Reihen addiert und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Müsste ich ja gewinnen, rein theoretisch. Hiermit endet das Tutorial von Blut der Königin. Wenn dir das Spiel gefallen hat und du deinen Take... Okay, danke. What? So ganz bin ich da noch nicht durchgestiegen. So, jetzt komme ich erst in die Option. Jetzt kann ich gerne... ich bin mal drauf, dass das die Hintergrundmusik ist. Ich will die mal ein bisschen runterdrehen. Okay. Jo, danke schön. Danke für das Like. Irgendwie so, ich habe da noch so zwei, drei Fragen, die ich gerne, aber irgendwie... Ich denke mal, wenn ich es irgendwie nochmal zocke, etc., werde ich schon dahinter kommen. Eva, bist du da? Eva, ich brauch's ganz tief. Das Ding aber auch irgendwie kaum oder gar nicht Sachen von denen herum, ne? Egal von wem. Aber dass er sein Schwert immer dahin bimst. Mal kurz oben. Kann ich irgendjemand... Ups. Midgar. Wieso gar nichts, ne? Beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Scheiße, hast nichts verpasst. Ich habe eben gerade ein Minigame gespielt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Mein Name ist Broden. Ich führe dieses bescheidene Etablissement. Deine Freunde sind bereits aufgebrochen. Ah, richtig. Dein großer Freund hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Hey Cloud, alte Schlafmütze. Den heutigen Tag hast du frei. Kannst dich ja mal um deine Ausrüstung kümmern. Das sollte ich ausrichten. Okay, ja. Schau doch einfach mal im Waffengeschäft vorbei. Ja, warum nicht? Ach ja, und hast du zufällig deinen Kodex dabei? Ja. In dem Fall solltest du auch mal die Zauberfibel besuchen. Hier in Kalm befindet sich nämlich die Hauptfiliale dieser renommierten Buchhandlungskette. Die Gelehrten dort sind einige der Besten ihres Fachs. Die holen das Optimum aus deinem Kodex raus. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das erste Mal sogar gratis. Yay, das erste Mal ist gratis. Guten Morgen. Du warst wohl ziemlich erschöpft, was? Hast du auf mich gewartet? Ich hatte noch keine Gelegenheit, euch zu danken. Dafür, dass ihr mich befreit habt. Aus den Klauen von Hojo. Kleinigkeit. Selbst wenn. Ich begleiche meine Schulden. Ich werde euch begleiten. Ach ja, wenn du die Ausrüstung prüfst, dann kümmere dich auch um meine. In Ordnung. Ziemlich dreist für einen Neuen.
Nee, nix gegen ihn, ne? Aber... hätte schon frech, ne? Ich dachte eher so als Belohnung, als Dankeschön macht der Männchen, aber okay. Gut, in Ordnung. Rolle oder so. Ah, also es gibt ja vieles, ne? So, wenn die Verbundenheit zwischen den Gefährten sich vertieft... Okay, wir werden definitiv Sex haben. Steigt die Gruppenstufe. Stärke das Vertrauen zwischen dir und den anderen, indem du mit ihnen interagierst, große Herausforderungen überwindest oder Leuten in Not hilfst. Okay, Frage ist, zählt das dann auch für die anderen so mit helfen und so? Mit höheren Gruppenstufe und Vertrautheit werden in den Codices neue Fertigkeiten freigeschaltet? Erstmal schön Frühstück, ne? Wo ist meine Bank? Ich brauche einen Tee. So, mal gucken, wo finden wir was? Was haben wir hier? Das sind diese Kartenspieler, ne? Guck mal, da heißt es schon. Nee, nee. Es sieht schon schick aus, ne? Muss man echt sagen. Einfach fertig. Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.